Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Florian Müller, Geschäftsführer der Solid Fonds GmbH. Herr Müller, wir haben mit Ihnen heute drei Themen: Goldpreise, Goldhandel physisch und Ihr Sachwertefonds. Mehr dazu gibt es auch auf solid-fonds.de. Herr Müller, können Sie mir sagen, warum der Goldpreis nicht höher liegt? Also meine Argumente wären jetzt Krisenzeiten, Krieg, hohe Inflation, Erzeugerpreise, Lieferketten, ganz viele Probleme. Und der Goldpreis? Tja, was macht er? Ja, Herr Heinrich, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ist eine sehr gute Frage, weil uns das auch in den letzten paar Wochen verwundert hat. In dem Zuge des Abschwungs am Aktienmarkt sind auch die Gold noch speziell extremer, die Minentitel gefallen. Das kollidiert ein bisschen mit unserem physischen Handel, den wir bei der Solid-Gruppe betreiben oder unser Hauptgeschäft, unser Fokus liegt ja dort bereits. Und da haben wir weiterhin eine sehr hohe Nachfrage bei der physischen Auslieferung, respektive von Gold, Silber, Platin und Palladium. Okay. Wo steht denn jetzt Gold zum Zeitpunkt unseres Interviews? Lassen Sie uns mal einen Zeitstempel machen. Ich meine, wir stehen aktuell bei 1815 Dollar die Unze bei Gold. Das heißt, ich glaube, zum Peak von diesem Jahr bei 2070 Dollar sind wir jetzt knapp 10% runter. Ist nicht ganz so heftig wie der allgemeine Aktienmarkt oder wen es jetzt noch härter getroffen hat. Ja, gerade diese Tech-Titel aus Amerika, ich nenne da nur mal den ARK Invest von der Kathleen Wood, den es ja, sage ich mal, extrem salopp formuliert zerbröselt hat. Andererseits auch den Nasdaq, wo ja auch die ganzen gehypten Tech-Titel in den letzten Jahren jetzt mal eine Konsolidierung, eine deutliche erfahren. Also irgendwie momentan fällt alles. Aktienkurse, sogar die berühmte Mrs. Wood hat Probleme, Gold fällt. Selbst Kryptowährungen sind gesunken. Gibt es eigentlich eine Korrelation zwischen Gold und Bitcoin und Co.? Uns ist aufgefallen letzter Zeit, dass die Bitcoin- bzw. die Kryptomärkte extrem an der Nasdaq korrelieren. Da besteht ein wirkliches Verhältnis zueinander. Bei Gold und Silber, das sichere Hafen ist halt die Volatilität deutlich geringer. Ja, da würde ich jetzt keinen Zusammenhang zwischen Edelmetalle und Kryptowährung daherleiten. Was wir letztendlich aber mittlerweile auch erkennen, dass die Kryptomärkte, die ja auch von vielen in den letzten Jahren gehypt wurden, jetzt auch einen deutlichen Einbruch erleben. Jetzt als großes Negativbeispiel sind ja jetzt die zwei großen Stablecoins. Einerseits Luna, wo jetzt das Netzwerk zusammengebrochen ist. Andererseits war auch einer der größten Kryptowährungen Solana mal 5 Tage offline. Also man sieht hier deutlich, dass ja einerseits die Dezentralität, die immer als Vorteil genutzt wird beziehungsweise im emporsticht, da doch in so Krisenzeiten nicht bewährt sind. Unsere Anleger, die ja größtenteils sehr konservativ geprägt sind, waren da immer auf die physische Variante der Edelmetalle. Und nochmal zurückzukommen, Herr Heinrich, auf die Situation. Also wir haben jetzt auch Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Das heißt, gerade bei Goldbarren von Hereus und Hafner, also zwei renommierte Hersteller, hatten wir jetzt Lieferzeiten von 2 Monaten. Bei Hereus kann die 50 Gramm und 100 Gramm geprägte Münze seit 3 Monaten schon gar nicht mehr geliefert werden. Das ist ja Irrsinn. Das heißt, fangen Sie jetzt an, selber schon Goldbarren abzusägen? Wäre schön. Aber das fasziniert uns immer wieder und das, was wir auch schon seit längerer Zeit prophezeien bzw. feststellen, ist, dass dieser reine Goldpreis, der an der Börse fixiert wird, bzw. auch der Silberpreis, überhaupt nicht praktisch das Angebot und die Nachfrage reguliert, die wir erfahren. Die Nachfrage ist enorm hoch, wie es vorhin schon angedeutet hat. Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also der Goldpreis, der jetzt bei 1800 steht, der spiegelt in keinster Weise wieder die Nachfrage bei den Menschen, die sich bei Ihnen in den Laden begeben und stehen die Schlange und sagen, ich will Gold haben? Also teilweise genau. Wir haben ja 2 Ladengeschäfte in Mainz und Wiesbaden. Andererseits haben wir auch über den Gold-Silber-Shop einen der größten Online-Shops respektive bezüglich der physischen Edelmetall, des physischen Edelmetallerwerbs. Wir haben wirklich eine Zeit gehabt, wo wir diesen Bestellaufkommen, das immens war, wo unsere Logistik kaum hinterherkam mit dem Versand. Ne? Dann sieht man wiederum andererseits, dass die Goldmärkte fallen, beziehungsweise die Edelmetallmärkte, und erkennt eigentlich daran, dass diese Edelmetallmärkte letztendlich auch
größtenteils manipuliert werden, unseres Erachtens. In welcher Form manipuliert? Letztendlich handeln ja über 85-90% der gehandelten Goldmarktprodukte über Emittenten, die auch nicht physisch hinterlegt sind. Das heißt, die können da über die Comex da Papierverkäufe tätigen und somit den Goldpreis nach unten treiben, den Börsenpreis. Wie gesagt, was die physische Komponente betrifft, was unseren Handel betrifft, ist ja dem auch geschuldet, dass wir extreme negative Realzinsen haben. Das heißt, bei uns ist letztendlich auch, sind da viele Anleger da, die letztendlich das Geld von Tagesgeld, von Festgeldkonten abziehen, um dann den Wertschutz, der ja seit 5000 Jahren chronologisch bewährt, geschichtlich aufzählbar dokumentiert ist, um zu sagen, das Vermögen dann auch zu sichern. Und im besten Fall, was ja auch daraus herrührt, ist ja der Inflationsschutz, der ja letztendlich auch dokumentiert ist und in dem Sinne durch die steigenden Inflationszahlen, die wir ja auch mittlerweile sehen und unseres Erachtens auch weiterhin so hoch sein werden. Nur mal kurz angedeutet, im Gegensatz zu der EZB und Fed, die ja weiterhin an ihren Prognosen für 2023, 2024 von 1,9 bzw. 2,2, meine ich, stur bleiben. Das in meinen Augen auch Augenwischerei. Okay. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachfragen, weiterhin beim physischen Goldhandel bleiben. Wir waren ja vor kurzem auch auf dem Börsentag in Dresden und sind jetzt bald wieder dann auch in Stuttgart auf der Invest. Was mir in Dresden aufgefallen ist, da waren auffallend viele Goldstände, auch physisch. Und das Interesse war durchaus hoch. Ich habe jetzt gerade so eine Goldmünze in der Hand. Da sind Bulle und Bär drauf. Die ist bestimmt jetzt auch... Ja. Das ist eine Unze? Ja, eine komplette Unze. Was die wert ist, das werde ich ja von Ihnen gleich erfahren. Aber das heißt, die Preise sind physisch im Prinzip nicht gefallen, weil es einen gewissen Aufgeld gibt. Also wegen Prägungen. Was sind denn für Münzen gefragt? Zurzeit sind die Standardanlage Barren und Münzen gefragt. Auch darum, weil die Hersteller gar keine anderen produzieren. Aufgrund der Lieferkettenengpässe. Das heißt, wir haben da auch eine starke Nachfrage nach Münzen, nach den Standardunzen. Also Unze, das sind ja diese 31,15 Gramm. Dadurch bedingt sind auch die Herstellermargen weiterhin hoch. Das heißt, die Aufschläge zum reinen Spotpreis, der an der Börse taxiert werden, haben sich kaum verändert. Ja, also der Silberpreis ist ja auch in den letzten 2-3 Wochen um über 20% eingebrochen. Goldpreis, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, knapp 10%. Jetzt auch daher bedingt, dass der US-Dollar weiterhin stark ist gegenüber dem Euro, ist letztendlich, haben sie auch mit der Goldmünze jetzt überhaupt nichts verloren, weil einerseits ist der Goldpreis um 10% gesunken, andererseits hat der Euro gegenüber dem Dollar von seinem Hoch von 1,22 jetzt auf 1,5 abgewertet. Unseres Erachtens. Das kommt auch dazu. Auch die Parität, das heißt, die 10% Verlust gleichen den Währungsgewinn des US-Dollars von 10%. Da herrscht dann die Egalität und weiterhin, wie Sie schon sagen, ich glaube, wir hatten es ja im Vorab-Interview schon besprochen, Sie hatten, glaube ich, auch mal eine Münze für 300 Euro erworben, beziehungsweise damals noch 600 Euro. Das war D-Mark. 2008 oder sowas, ja. Wenn man das dann vergleicht, ist letztendlich immer mehr, dann auch kommt immer mehr ins Bewusstsein der Bürger, dass jetzt auch beschleunigt durch zuerst Corona, jetzt auch durch den Ukraine-Konflikt, die Wertstabilität oder auch die Anleger besorgt sind und dann eigentlich den sicheren Hafen suchen. Und das ist, wie gesagt, unseres Erachtens nur diese physische Komponente der Edelmetalle. Also es gibt keine Korrelation zwischen physischer Nachfrage und Goldpreis an der Börse. Was ist denn jetzt so ein Krügerrand wert? Wie ist das mit dem Aufpreis? Also ich habe jetzt hier so eine Münze, aber die ist in Plastik eingepackt. Wenn ich die jetzt fallen lasse, dann klingt es gar nicht so nach Gold. Ja, was ist so ein Krügerrand wert und wie ist das mit dem Aufpreis etwa? Von der prozentualen, vom Verhältnis, was ich eben bezahlen muss als Aufpreis? Zurzeit, je höher Sie die grammmäßig kaufen beim Krügerrand, sind ja diese 31,15 Gramm ungefähr, haben wir derzeit Aufpreis, sage ich mal, zu dem reinen Börsenpreis von knapp 5-6%. Je kleiner die Grammeinheit wird, umso höher sind natürlich die Aufschläge aufgrund der Prägungskosten, die dann natürlich dann prozentual höher ausfallen bei kleineren Stückelungen. Das ist normal, aber das ist ja auch wieder die nächste Sache. Diese Aufschläge egalisieren sich ja langfristig, weil das Bewusstsein muss ja stattfinden, dass derjenige, der bei uns, sage ich mal, physische Edelmetalle erwirbt,
oder beispielsweise auch Sie denken ja gar nicht an den Verkauf nach, sondern wollen einfach diese Sicherheit, diese kompensierte Arbeitskraft, die durch Geld, durch Fiat-Währung in Gold, Silber getauscht wird, sozusagen kompensieren und über die nächste Krise bringen. Da eignet sich Edelmetalle als primärer Vermögensschutz. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, Gold physisch zu kaufen, okay, ich komme zu Ihnen in den Laden. Was muss ich vielleicht noch bedenken? Wie ist das mit der Steuer? Was ist steuerfrei, bis zu welcher Höhe? Also die Steuerfreiheit, also wenn zwischen einem Jahr An- und Verkauf, je höher der ist, also länger als ein Jahr, ist die Steuerfreiheit gegeben. Unter einem Jahr zahlen Sie letztendlich dann auch entsprechend Kapital, also die Kapitalertragssteuer plus Soli plus Kirchensteuer, das Sie dann in Ihre Einkommensteuererklärung angeben müssen. Aber ansonsten ist letztendlich im Gegensatz zu dem Handel oder zu den Derivatezocken an der Börse, ist diese physische Variante unserer Anleger mit einem Anlagehorizont verbunden von 10, 15 Jahren, beziehungsweise meistens wird es dann auch vererbt oder bis auf Lebzeiten weitergetragen intern in der Familie. Wie war das nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit der Nachfrage? Ist die den Tagen danach extrem gestiegen? Also wirklich extrem. Wir können das auswerten über unseren Online-Shop goldsilbershop.de und hatten da Vielfaches an Besucherzahlen erfasst und ein extrem hohes Bestellaufkommen, wo unsere Logistik letztendlich dann auch an ihre Grenzen kam und dort es auch zu Verzögerungen bei der Auslieferung kam, weil wir einfach diesem hohen Bestellaufkommen nicht hinterhergekommen sind. Also, Problem Gold kommt als sicherer Hafen unter die Räder, kann man nicht wirklich so sagen. Vielleicht an der Börse, aber physisch auf keinen Fall. Nein, also wir haben auch eine Wettbewerbsanalyse mit den anderen 5 größten Edelmetallunternehmen auch in Deutschland, wo wir ja auch darunter zählen. Und marktbedingt sind wir natürlich jetzt auch im Wettbewerbsvergleich in den letzten paar Jahren deutlich zweistellig gewachsen jedes Jahr. Und das wird auch in die Zeiten, die da auf uns zukommen mögen, mit den deutlich steigenden negativen Realzinsen, mit der ausufernden Inflation, mit den Erzeugerpreisen, die ja auch jetzt schon knapp 30% betragen, wie es jetzt auch bei jedem so ist, mit dem ich auch, sei es jetzt unsere Kunden oder auch im Privaten, es trifft ja jeden. Es ist in aller Munde das Thema Inflation und jeder macht sich Gedanken, wie er sein Geld letztendlich auch bestmöglich davor schützen kann. Wie ist es eigentlich jetzt mit dem, man nennt ja oft gerne Gold des kleinen Mannes, mit der Silbermünze, ist die genauso gefragt wie Gold? Silber, genau, da haben Sie schon richtig formuliert, haben wir auch eine enorme Anfrage, gerade bei den Silbermünzen Maple Leaf, beziehungsweise auch eine Unze Silber Krügerrand. Da nur mal als Beispiel, wir haben jetzt, meine ich, einen Silberpreis von um die $20. Wenn man das umrechnet in Euro, sind wir da bei knapp 19 Euro, beziehungsweise knapp 20. Und die Aufpreise sind da roundabout zwischen 30% und 40%. Also die Unze Silber kostet so um die 28 bis 29 Euro. Das ist ja ein Aufpreis von 40% ungefähr vom reinen Silberpreis, der jetzt an der Börse taxiert wird. Gehen wir einen Schritt weiter. Sachwerte. Was gibt es denn Neues aus Ihrem Sachwertefonds? Es ist ja Deutschlands erster Sachwertefonds. Also steigende Zinsen, Inflation, wir haben uns drüber unterhalten. Notenbanken wissen nicht, was sie tun. Also ein bisschen wissen sie schon, aber wie viel sie vielleicht anheben. Zitat Fett, die Inflation bleibt hoch und hartnäckig. Es beunruhigt uns, dass sich auch die Kerninflationsrate nach oben bewegt. Es wird nicht einfach sein, das Gespenst zurück in die Flasche zu bekommen. Was ist denn drin in Ihrem Sachwertefonds? Gut formuliert, Herr Heidrich. Wir haben immer noch, wie es der Name schon sagt und wie auch durch unsere Firmenphilosophie geprägt, die Solid-Gruppe hauptsächlich physische Edelmetalle im Depot. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben die 1 Kilo Goldbarren physisch vorliegen in unserem Vorvolumen mit knapp 30%. Wir haben Minenaktien auch im Portfolio und Silber und Platin über das Zürcher Kantonalbank ETF abgedeckt, das auch physisch vorhanden ist, zu 100%. Und Sie sehen schon, wir wurden natürlich auch jetzt in Mitleidenschaft gezogen aufgrund des, ja, im Vergleich zu anderen Anlageklassen nicht so deutlichen Abschwungs des Goldpreises, aber natürlich auch konnte der Edelmetallpreis des Goldes sich nicht dem widersetzen, dem allgemeinen Markttrend. Wir haben auch noch viele
beziehungsweise um die 15-20%, was wir spielen können an Aktien, da auch global diversifiziert mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Und wir haben jetzt auch einen Teil, einen kleinen Part auch in Immobilien. Wir hatten auch Kryptowährung, also das heißt, wir können Kryptowährung spielen bis zu einem gewissen Rahmen, aber nur bis 5%. Wir haben sie aber rechtzeitig jetzt vor dem Abschwung verkauft, können die aber, wenn die Signale bzw. unser Fondsmanagement, das extern über die Plutus AG gemanagt wird, könnten wir das wieder aufnehmen, sobald sich die Lage dort ein bisschen wieder stabilisiert hat. Wer weiß, wie weit es noch nach unten geht. Im Moment ist aber nicht die Zeit, um dort aktiv zu sein. Ja, es gibt ja vielleicht auch wieder schon Chancen, nachzukaufen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Wo liegt derzeit die Cash-Quote bei Ihnen? Wir haben die Cash-Quote jetzt auch erhöht. Wir waren teilweise voll investiert mit nur noch 2-3% Cash-Quote, haben die jetzt deutlich erhöht auf über 12%. Das heißt, wir warten jetzt auch erstmal ab, wie sich die allgemeine Marktlage wieder beruhigt. Wir hatten die letzten 2 Tage auch wieder steigende Börsenkurse, Goldpreis. Denken wir jetzt, wir hatten so den Ausverkauf, den richtigen Überverkauf des Signale bei $1,780 im Tief. Kann sein, dass es jetzt ein paar Tage dauert, bis wir dort einen Boden finden. Aber dann sehen wir, was die Mittelfristigkeit betrifft, beziehungsweise auch die Langfristigkeit, weiterhin positive Signale hinsichtlich des Gold- und Silberpreises. Deswegen auch die Positionen in unserem Fonds deutlich übergewichtet. Der Fonds, werterhaltend, keine Investitionen in Waffen- oder Nahrungsmittelspekulationen, keine Bindefrist, sparplanfähig am 25 Euro und eine transparente Portfoliostruktur. Herr Müller, ich bedanke mich recht herzlich, war spannend, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heinrich, auch für das interessante Interview und ich hoffe, bis bald, sonnige Grüße aus Wiesbaden. Ja, vielen Dank und zum Abschluss vielleicht nochmal schnell von Ihnen die wichtigsten Websites von Ihnen. Mhm. Also neben solid-fonds.de gibt es ja noch mehr. Genau, also wir haben, was uns auszeichnet, ist, wir haben Transparenz 100% die Portfoliostruktur auf der solid-fonds.de-Seite für unsere Anleger öffentlich gemacht. Das heißt, wir sind da sehr authentisch. Sie können alles, jede einzelne Position nachsehen, auch die Veränderungen, die stattfinden, was unser Portfolio-Management letztendlich abstockt, verkauft oder wieder neu aufnimmt und regelmäßig auf unserem YouTube-Kanal Solid Wertefonds. Haben wir regelmäßige Short-Ups, interessante Themen zum allgemeinen Markt, sowie unseren kostenlosen Newsletter mit auch unserer allgemeinen Markteinschätzung. Vielen Dank. Aber eine Frage habe ich dann doch noch, so neugierigerweise. Thema Münzen, Silber oder Gold, gibt es die auch einfach in Münzform ohne Druck, also billiger, ohne Aufschlaggebühr? Nee, also sie haben ja immer einen gewissen Aufschlag. Die 3 großen Trägeranstalten befinden sich ja in der Schweiz. Die haben natürlich auch ihre Produktionskosten, die jetzt durch die steigenden Rohstoffpreise natürlich auch steigen, plus die Lieferkosten, plus die natürlich den Arbeitsaufwand. Wie gesagt, je größer so diese Standardunze, haben sie eigentlich langfristig gesehen, diesen kleinen Aufschlag, der sich aber dann nach ein paar Jahren dann amortisiert. Herr Müller, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Heinrich. Schönen Tag. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.